Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute will ich euch einen kleinen Praxistipp geben, nämlich warum man Optionen wirklich immer vorzeitig auflösen sollte und nicht bis zum Ende warten sollte. Sonst kann das ganz, ganz böse enden. Wir schauen uns das an einem Praxisbeispiel an, also jetzt hier im Video. Ihr kennt das ja. Die besten Erfahrungen sind die, die ein anderer für einen macht, vor allen Dingen, wenn es schmerzliche Erfahrungen sind, ne? Und in den letzten Tagen gab es so eine Entwicklung, und als ich das am Chart gesehen habe, also ich saß während eines Coachings an meinem Rechner und genau in dem Moment ist das passiert und ich habe sofort Screenshots gemacht und habe das also auch, wir haben das dann auch im Coaching uns live angeschaut und ich fand das so eine interessante Sache, dass ich euch das unbedingt zeigen wollte, damit ihr einfach auch erkennt, was wirklich manchmal am Optionsmarkt möglich ist. Wir haben ja schon über Risiko gesprochen, ne? Und ich habe euch gesagt, Mensch, eine Option kann sich auch mal verdreifachen, verfünffachen. Und wir wollen natürlich immer solchen Dingen aus dem Weg gehen. Also, dass wir versuchen, okay, wir versuchen, den Dingen aus dem Weg zu gehen. Und warum es so wichtig ist, diesen Risiken aus dem Weg zu gehen, soll ich euch mal dieses Beispiel zeigen. Und zwar, wir schauen uns mal hier eine Aktie an, und zwar Target. Target, das ist ein großer amerikanischer Supermarktkonzern, ne? Also sehr, sehr große Firma. Gibt es in, ich glaube, in jeder Stadt gibt es irgendwie so einen Target-Supermarkt, ne? Sind so ein bisschen Konkurrenz zu Walmart und was es da so gibt. Und diese Aktien hatten vor ein paar Tagen ihre Earnings. Also die Firma hatte ihre Earnings verkündet. Und wie ihr seht, der Markt hat diese Earnings, diese Ankündigung nicht so positiv aufgenommen, sondern die Aktie ist, obwohl sie schon im Abwärtstrend war, gleich nochmal gegappt und zwar um 15% nach unten. Und jetzt gibt es ja immer mal so die Situation, dass man sagt, naja, komm, ich habe nur noch 3 Tage Restlaufzeit. Ja, ich weiß, es sind Earnings, aber ich bin so weit weg. Meine Optionen kosten doch schon gar nichts mehr. Da lohnt sich doch gar nicht, die zurückzukaufen. Ne? Es lohnt sich doch überhaupt, die nicht zuzumachen. Da spare ich mir doch die Gebühren, anstatt da diese 2, 3 Dollar nochmal Gebühren auszugeben, je nachdem, bei welchem Broker man ist. Ne? Und dann gibt es auch immer mal das Argument, naja, ich lasse Optionen immer auslaufen, weil was soll schon passieren, wo wir ja hingegen sagen, Aktienoptionen bei 50% zurück, Future-Optionen bei 20% zurück, niemals in die Endphase quasi reinkommen. Ich will da immer raus sein. So. Was wir jetzt hier sehen, ist wirklich ein extremes Beispiel, ne? Und ich wünsche euch allen, dass ihr niemals in so eine Situation kommt. Ich will euch bloß zeigen, was passieren kann, wenn man auf der einen Seite das Gamma, darüber haben wir schon mal gesprochen, kurze Restlaufzeit, und die Earnings nicht beachtet, ne? Wir schauen uns das mal an. Und zwar habe ich mal Folgendes gemacht oder wir gucken uns Folgendes an. Wenn wir sagen, okay, der Preis war vor den Quartalszahlen bei ungefähr, ich glaube, so um die 60, 66 Dollar etwa, ne? Roundabout 66 Dollar, 67 Dollar war die Aktie. Und aus eurer Erfahrung heraus, ne, eine Option an der ersten Standardabweichung, wo liegt die ungefähr? Meist so zwischen 5% und 10% vom aktuellen Preis weg. So, das heißt, wir nehmen einfach mal einen 60er Put und wir schauen uns mal an, was in verschiedenen Laufzeiten mit den Optionen passiert ist. Das ist ein Screenshot aus der TWS. Live-Daten waren das, also so wie es war, habe ich es abfotografiert. Und da seht ihr hier eine Optionen mit einer Restlaufzeit von 3 Tagen. Ne? So die Klassiker, ah, lass ich einfach auslaufen, ist doch so weit weg, kann doch nichts mehr passieren. Und da seht ihr, hier kommt auch der Titel dieses Videos her. Das sind Optionen, die dann ein 60er Put zum Beispiel um 2400% explodiert an diesem Tag. Ne? Die Optionen waren natürlich dann plötzlich in the money, ganz klar, weil die Aktie von 66, 67 auf unter 60 gefallen. Und ja, böses Erwachen plötzlich. Ne? Eine Option, die gestern noch vollkommen wertlos war, die dein Depot nicht belastet hat, wird plötzlich zum großen Sorgenkind. Wir gehen mal ein paar Tage weiter und im nächsten Bild seht ihr hier, das waren jetzt Optionen mit einer Restlaufzeit von 17 Tagen. Und da seht ihr, die sind auch sehr, sehr stark angestiegen, nämlich die haben sich immerhin verzehnfacht. Ne? Also hier plus 1000% und auch wieder der 60er Put. Ist aber schon ein bisschen weniger. 3 Tage 2400, jetzt bloß noch in Anführungszeichen 1000%, kann immer noch sehr, sehr wehtun und ist aber schon ein bisschen weniger. So, nächster Schritt, wir gehen jetzt mal auf unsere Standardoptionen, wenn wir gesagt hätten, okay, 45 Tage Restlaufzeit, es gab keine 45 Tage, aber es gab 52 Tage und ihr seht ja hier, auch diese Optionen sind angestiegen und zwar, man kann das Bild ja wieder erkennen,
über bisschen was über 400%. Ne? Bisschen was über 400% sind diese Optionen angestiegen und das ist schon deutlich weniger. Ne? Das ist eine Vervierfachung. Damit kann man schon leben. Ne? Es ist nicht schön, es ist immer noch eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss, aber damit mag es ja noch gehen. So, und jetzt machen wir mal einen ganz langen Sprung. Und wenn wir jetzt eine Leaps-Option hätten, also eine, die über die fast ein Jahr läuft, und da seht ihr, wie die angesprungen ist hier. Und die ist ungefähr so um die, muss ich selber nochmal ganz genau nachschauen, die ist so um die 76% etwa angestiegen. Ne? Also die hat sich noch nicht mal verdoppelt. So, und was soll uns das Ganze jetzt zeigen? Das soll uns natürlich nicht zeigen, wir müssen kurzfristige Optionen kaufen, um auf ein Gap hoffen, damit wir 2000% machen. Nein, es soll einfach bloß heißen, dass wir zwei Dinge unbedingt beachten müssen. Nämlich, wenn ihr Short Puts auf Aktien macht, egal was eure Optionen noch wert sind, lasst die nicht nackt in Earnings hineinlaufen. Niemand kann präzise voraussagen, was der Markt mit Quartalszahlen macht. Auch nicht mit Aktien, die bislang eher ruhig waren. Ne? Es kann auch mal irgendwas kommen, dass man eine Coca-Cola oder eine McDonald's, die eigentlich dafür bekannt sind, dass bei Earnings nichts passiert, dass die plötzlich 10, 15er Gap machen. Und weil niemand damit rechnet, wird die Vola dann natürlich ganz verrückte Dinge machen an so einem Tag. Also, das heißt, geht bitte vor Earnings immer aus solchen Trades raus. Oder aber, wenn ihr schon Earnings-Trades macht oder Dinge über die Earnings haltet, weil ihr vielleicht gerollt habt oder so, hedgt euch mit kurzlaufenden Optionen ab. Ne? Also macht irgendetwas, aber geht nicht nackt in dieses Ereignis rein. So, und der zweite Punkt, kommt bitte weg von dieser Idee, ich lasse Optionen auslaufen. Weil jetzt klar, jetzt waren hier Earnings, das ist ein bewusst extremes Beispiel. Ne? Wir hatten eine Aktie im Abwärtstrend, die war... Das ist eine Aktie, wo man auch keine Puts als normale Short-Put-Strategie darauf geschrieben hätte. Und jemand, der sagt, okay, ich würde die Aktie zur Not übernehmen, der hat das Problem nicht. Aber wenn ihr das macht als Income-Trade, ne, der sagt, okay, ich will Geld verdienen und will immer wieder was Neues machen, ich will die Aktie eigentlich gar nicht haben, dann geht raus aus solchen Trades und diese 2-3 Dollar, die ihr vielleicht aufwendet, um euren Trade zu schließen, sind viel mehr wert, als wenn euch einmal alle 20, 30, 40 Trades so ein Ding da reinhaut. Und deswegen geht wirklich da raus, macht das Ganze zu und sagt, okay, dann habe ich eben dann habe ich wieder eine neue Gelegenheit. Ich persönlich mache es so, dass ich definitiv immer spätestens eine Woche bei Aktienoptionen aus dem Trade raus bin und bei Future-Optionen mindestens 14 Tage. Ich will einfach nicht in diese Endphase kommen, wo dann wirklich das Gamma so extrem wirkt. Und wie gesagt, bei Earnings bin ich sowieso nie drin. Oder wenn es nicht anders geht, dann hedge ich mich über den Kauf kurzlaufender Optionen ab. Ich hoffe, ich hatte diese Erfahrung, die vielleicht der eine oder andere machen musste, hat euch geholfen, selber euch solche Fehler zu bewahren, dass ihr das nicht macht. Und wenn ihr euch an so ein paar Regeln haltet, ne, dann ist Optionshandel wirklich nicht so riskant, wie die meisten immer tun, sondern man kommt da schon wirklich gut durch. Und man muss immer ein paar Dinge beachten. Alles ist riskant, wenn man nicht das Risiko kennt. Also auch von einem Stuhl zu springen, der einen Meter hoch ist, kann riskant sein, wenn du mit dem Kopf voranspringst. Aber wenn du das richtig machst, passiert nichts. Und genauso ist es beim Optionshandel. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg an den Märkten. Schreibt mir eure Meinung, Kommentare hier unten rein. Und wenn ihr es nicht getan habt, dann abonniert unbedingt diesen Kanal. Ne? Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.